Jo, da ist er auch schon. In Sichtweite Doni sind zu arbeiten, hat mich um Jahre altern lassen. Ist aber auch egal. Zeit loszulegen und ein paar Geschäfte zu machen. Bist du gekommen, um einzukaufen? Ja. Nicht so viele. 5. Grünfutter haben wir genug. Davon brauche ich 6. Und davon 15. So. Danke dafür. Und wir gehen wieder auf den Turm. Turm Katzenschrei. Ja, Mounts. Wir bringen dir was zu essen, Mounts. So, hier hast du Fisch. Sehr bewegend. Miau. Das Miauen hat aufgehört. Eine Konstellation hier. Dass er sich immer wundert, wenn vorher die Zeichen von dem hier auftauchen. Das sieht ja aus wie ein Haus. Ach, das ist ein Fischgemälde. Genau, spielt mit ihm so ein Fußball. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Das wimmelnde Getöse des Bösen dort unten hat mich hier heraufgetrieben. Von diesem Hochsitz aus beobachte ich die Welt dort unten und ihren Verfall. Wenn meine Macht noch einmal gebraucht wird, dann werde ich Kamigami, Gott der Wände, freudig eine Brücke der Hoffnung all jenen dort unten anbieten. Hey, ich bin nicht dein Spielzeug, mit dem du so umspringen kannst. Warte einen Moment, das muss Kagegami, einer der 13 Götter gewesen sein. Du weißt schon, der mit der Pinseltechnik Katzenfuß und diesem Miezekätzchen ist... Und dieses Miezekätzchen ist ein Bote der Götter. Und ich hatte gedacht, es wäre nur eine streunende Katze. Wow, sieh dir mal das an. Die Statue beginnt zu glühen. Oh, ich hab's. Die Kagegami-Statue zeigt dir, wie man die Technik Katzenfuß benutzt. Ami, ziehe einen Strich von der Statue aus die Wand hoch. Dadurch lenkst du die göttliche Macht des Katzenfußes in die Wand um.
Ja. Guck dir das an, Ami. Das Kagegami-Zeichen ist auf dem Pfad, den du von der Kagegami-Statue aus gemalt hast, erschienen. Jetzt kannst du jederzeit an der Wand hochklettern, indem du das Kagegami-Zeichen einfach erscheinen lässt. Dabei fällt mir ein, kannst du dich an die anderen Kagegami-Statuen erinnern, die wir gesehen haben? Wir sollten diese Pinseltechnik auch bei denen mal ausprobieren. Ja, aber ich will mehr Kagegami-Zeichen. Wow, das ist einmal eine große Katzenstatue. Das muss die Spitze des Turms sein. Ist dieser Wind hier nicht erfrischend? Ja. Ist doch. Truhe. Fragment der Sonne, yay. Und Abflug. Oh, wir werden aufgefangen. Können wir über das Ding hinaus? Nö. Der Turm ist zickig. Der lässt uns nicht so einfach runter. Okay. Das heißt, wir müssen wieder den Meerjungfrauenstrudel hier benutzen. Der natürlich wieder zu ist. Das könnte man als Gamebreaker bezeichnen, wenn man dumm ist. Aber zum Glück gibt es ja Safe Points. Nicht Shinsofeld. Die Sachen haben aber übrigens auch unterschiedliche Farbe. Und ich habe so das Gefühl, dass es noch ein bisschen was zu sehen gibt, wenn ich mir die Karte so ansehe. Also Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Ja toll, die einzelnen Zeichen reichen mir nicht. Jetzt aber. Das muss das Grab eines Reisenden oder so sein. Ich meine, warum soll es sonst so weit draußen sein? Ein Exorzismus L. Hm? Eine Vergeltung. Ein Lackwarnset. Ja, ich muss eh irgendwann noch die anderen Orte abklappern, um dort... Wenn ich herausgefunden habe, zum Beispiel, wie man Steine und so los wird. Aber ja, da oben waren wir jetzt. Sag bloß, die Kinder ärgern schon wieder den Typen. Nö, gerade andersrum. Ach, Hiroshima, der große Hiroshima. Wir hatten Unrecht und du hattest die ganze Zeit recht. Hallo Hündchen, hast du es zum Drachenpalast geschafft? Dieser Wirbel hat dich runter auf den Grund des Meeres gesaugt. Ich freue mich, dass du es da hinunter geschafft hast. Aber ich vermute, jetzt stecke ich irgendwie in der Klemme. Ich möchte mehr fischen, aber diese Leute, da sind im Weg. Böser Hund. Ja, gut, die kriegen wir nicht los. Jedenfalls nicht so schnell.
Ja, auf Orca reiten. Der Eingang zum Drachenpass ist ein Wirbel, aber er ist gerade versteckt und die bösen Wesen verzeiht, die diese Gegend plagen. Du musst den Wirbel in den Weiten des Meeres finden. Das ist die von Otohime geforderte Prüfung. Ja, ja. Das wissen wir bereits. Jetzt lassen sie ihn endlich finden gehen. Hiho, Orca. Okay. Da gibt es Speedboost. Nee, lass uns mal schön Sonnenlicht da. Ja, ja, Großer, ist gut. Ja, von Orca runter. Ich hoffe zum Beispiel mal, dass ich in der Dragonierstadt lernen könnte, wie man diese blöden Korallen los wird. Hier gibt es aber nichts außer Korallen und einem Gegner. Ach je. Da habe ich Schaden gekriegt. Kann ich die verbrennen vielleicht? So, ein Dämonenzahn. Und weg mit dir. Ja, Zeit Schaden ist aber egal. Gut, dann auf zur nächsten Insel. Jo, auf Orca reiten. Oh, eine Kiste, die brennt mal wieder. Hm? Von Orca runter, ja. Mit brennenden Kisten habe ich Erfahrung. Ein Kristall. Ja, von dir will ich nichts. Ich will hier buddeln. Ah, ne, hier ist nicht zum Buddeln. Hier ist zum Freisprengen. Was haben wir hier? Wieder ein Ort der Glückseligkeit. Was steht hier? Gesamtbetrag, der von Amutradu gespendet wurde. 0 Yen. Hey, hier ist ja Geld drin. Vielleicht ist dies eine dieser göttlichen Quellen. Man sagt, der Gott dieser Quelle hilft jenen, die ein wenig Geld in die Quelle werfen. Hätte ich gedacht, dass hier eine göttliche Quelle zu finden ist. Okay, ich bin mal spendabel und werf 20.000 Yen rein. Du hast Geld reingeworfen. Wow, seht ihr mal an. Das war an. Die Quelle glitzert ganz schön. Die Quelle muss Geld lieben. Ich wette, es wird etwas Gutes passieren, wenn du eine größere Spende machst. Ja, ich glaube, wenn ich mich selber spende, bringt das nicht viel.
So, und die beiden noch. Hey, ich leuchte orange. Das heißt, es ist mal wieder Zeit. Nein, ich brauche noch 10. Okay. Ich brauche noch 10. Dann kann ich noch eine, noch ein Tintenfass bekommen. So, ich werde jetzt aber wahrscheinlich erstmal zur Küste zurückfahren. Ne, eine Insel ist da drüben ja noch, die wir schnell abklappern können. Und dann muss ich zur Küste zurück zum Speichern. Ja. So, da gibt es noch einmal Speed Boost Orca. So, hier gibt es wieder einen Gegner und da sind unsere 10 Glück, die noch fehlen. Jo. Und so wie es aussieht, geht noch ein Tintenfass rein. Also noch, wir müssen noch mal 400 Glück zusammenkratzen irgendwie. Oh, da war was drunter. Gesamtbetrag der von Amaterasu 0 Yen. Das ist noch mal eine Spendenquelle. Ja, dieses Spiel lädt definitiv zum Grinden ein. Ja, um das ganze Geld zusammenzukriegen für diese Dinger, müsste man ganz schön viel grinden. Aber wenigstens gab es Glück hier unten. So. Gut. Also zurück zur Küste. Ja, jetzt müssen wir halt ein paar Meter schwimmen. Und auf der anderen Brückenseite ist der Spiegel. Oh, Hündchen. Wenn ich dich schon sehe, dann wirst du noch schnell gefüttert. Noch ein Hund. Achso, das waren die zwei, die ich gerade gefüttert habe. Sehr gut. Das sind sogar drei.
Freihündchen. Ah, deswegen habe ich 9 gekriegt. Das macht Sinn. Logbuch. Aha. Prophezeiungen, nö. Schatzliste, habe ich auch was Neues gefunden. Ach ja. Katzenstatue, die hatten wir schon. Hm? Mit den Hunden werde ich aber auch langsam voll. Auch wenn es eigentlich egal ist fürs Achievement, wie viel Prozent wir haben. Wir müssen nur alle Tiere finden. So. Ich mache jetzt erstmal meinen Cut. Also, bis gleich.